Wenn Maskenverweigerer und Systemlinge aufeinanderstoßen, entstehen teilweise skurrile, aber nicht notwendigerweise lustige Dialoge. Da geht es dann auch um Rechtsfragen. Grund genug, dass wir uns diese mal näher anschauen. Du, Maskensklave, Schlafschaf, brauchst mir gar nichts sagen, schon gar nicht, dass ich eine Maske tragen muss. Ich bin nämlich bei Querdenken und ich kenne mich aus, denn ich habe den Argumentationsleitfaden gelesen. Und deshalb weiß ich, die Verordnung ist rechtswidrig und gleichzeitig auch nichtig. Außerdem habe ich ein Attest, das muss ich dir aber nicht zeigen. Da steht nämlich drin, dass ich einen wichtigen Grund habe. Ich habe zwar keine Erkrankung, aber aus politischen dringenden Gründen kann ich keine Maske tragen. Ich bin nämlich bei Querdenken, die sich für den goldenen Aluhut bewerben und das vor Gericht durchstreiten möchten. Und es wäre widersprüchlich, wenn ich bei Querdenken bin und gleichzeitig eine Maske tragen würde. Das wirst du doch verstehen. Wenn du weiterhin von mir verlangst, dass ich eine Maske trage, dann begehst du eine Nötigung und ich werde dich anzeigen und deinen Ladenbesitzer und Chef werde ich nach dem AGG verklagen. Lieber Maskenverweigerer, ich bin vielleicht ein Systemling oder Schlafschaf, aber ich würde Sie trotzdem bitten, diesen Laden jetzt zu verlassen. Sie haben vielleicht das Schild da draußen gesehen, auf dem stand Zutritt nur mit Maske. Und das gilt unabhängig davon, ob Sie einen Attest in der Tasche haben oder nicht. Hier haben wir nämlich das Hausrecht und Sie würden einen Hausfriedensbruch begehen, wenn Sie trotz dieser Aufforderung bleiben würden oder trotz Kenntnis des Schildes überhaupt erst eintreten. Ich würde Sie darüber hinaus auch mit Ihrem Einverständnis, aber auch ohne Ihr Einverständnis zur Beweissicherung fotografieren. Doch, das darf ich. Wir befinden uns nicht in einem gegen Einsicht besonders gesicherten Raum. Insofern ist auch der Paparazzi-Paragraph nicht anwendbar. Auch das Recht am eigenen Bild spielt keine Rolle, weil nach dem Kunsturheberrechtsgesetz nur die Verbreitung davon verboten ist. Darüber hinaus gibt es auch einen rechtfertigenden Grund. Und auch das Persönlichkeitsrecht spielt keine Rolle, da die Rechtsprechung anerkannt hat, dass bei einer Dokumentation eine Ordnungswidrigkeit, die auch dem Schutz der Personen, zum Beispiel von mir und meinen Kunden dient, gerechtfertigt ist. Möchten Sie unter diesen Umständen tatsächlich bleiben, dann würde ich jetzt ein Bild von Ihnen machen. So oder so ähnlich könnte ein Dialog aussehen. Lassen Sie uns mal kurz juristisch betrachten, was es damit auf sich hat. Denn für mich als Juristen ist es schwer zu ertragen, dass die Maskengegner das Recht für sich in Anspruch nehmen und dabei sogar Täuschungen verüben und Leute einschüchtern mit Strafandrohungen und dergleichen und sich dabei auf eine Rechtslage berufen, die in Wirklichkeit nicht besteht. Also fangen wir an mit Punkt 1. Begehe ich eine Nötigung, wenn ich jemanden bitte oder auffordere, eine Maske anzulegen, insbesondere wenn ich ihm negative Folgen androhe? Paragraph 240 StGB sieht vor, Nötigung ist strafbar, wenn ich ein empfindliches Übel androhe oder Gewalt, aber das gilt natürlich nur dann, wenn das, was ich von dem anderen verlange, auch rechtswidrig ist. Das heißt, solange ich nur ein gesetzeskonformes Verhalten verlange, verhalte ich mich selbst auch rechtmäßig. Und die Frage, ob jetzt die Verordnung wirksam, unwirksam, rechtswidrig oder nichtig ist, spielt dabei keine Rolle, solange man darauf vertrauen darf, dass das geltende Recht auch tatsächlich besteht. Kein Staatsanwalt der Welt würde wegen der Durchsetzung einer Maskentragepflicht eine Nötigung annehmen. Das gleiche gilt für das AGG. Im Zivilrechtsverkehr gelten ohnehin nur eingeschränkte Diskriminierungsverbote, zum Beispiel aufgrund von Behinderung. Aber selbst dort wäre es möglich, jemanden, der zum Beispiel von der Tragepflicht befreit ist, zu bitten, draußen vor dem Laden zu warten, wenn von dieser Person trotzdem ein Infektionsrisiko ausgeht. Also nur der Umstand, dass ich die Maske nicht tragen darf, bedeutet nicht, dass ich das damit verbundene Risiko hinnehmen muss. Das AGG erlaubt ausdrücklich für diesen Fall eine Ausnahme. Insofern auch da nur heiße Luft. Was hat es mit dem Fotografieren auf sich? In der Tat, es gibt nur enge Voraussetzungen, wann ich jemand anderen fotografieren und dieses Bild verbreiten darf. Aber die Rechtsprechung ist an der Stelle klar. Dort, wo ich zur Sicherung von Beweisen für Rechtsgüter, die mich selbst betreffen, nämlich meine Gesundheit, Bilder anfertige, brauche ich keine Erlaubnis vom Gegenüber. Und schließlich, was hat es denn mit diesen besonderen Gründen, politischen, psychischen Gründen auf sich, weshalb es unzumutbar sein soll, eine Maske zu tragen? Nun, die Verordnungen sind tatsächlich an der Stelle einigermaßen unbestimmt. Sie hätten da genauer gefasst sein können. Man wird annehmen können, dass diejenigen Widrigkeiten, die jeden Menschen betreffen, nicht dringlich sind. Also wenn jemand sagt, die Maske ist für mich lästig, weil ich damit mehr Atemwiderstand habe, das wird nicht ausreichen dafür, um eine
einen triftigen Grund oder einen dringenden Grund anzunehmen. Ob das allerdings wiederum ausreicht für einen Bußgeldbescheid, das wird man erst durch die Gerichte später annehmen, spielt für die Konfrontation auf der Straße aber keine Rolle.